Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 ReplayCast 1031. Wir sind in der Round of 8 angekommen. Die letzten 8 Spieler, die letzten 7 Matches der Global Finals. Und die prügeln wir natürlich auch noch alle durch. Die werden alle gemacht. Und danach geht es in die Replays vom Home Story Cup. Vom Home Story Cup Nummer 20. Da sind auch richtig viele Spiele entstanden, richtig gute Spiele. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und ja, somit schließen wir jetzt hier das Turnier erstmal ab. Diesen Endspurt haben wir noch. 7 weitere Casts. Und wir beginnen mit dem ersten Viertelfinale und das ist ein ZVZ mit dem finnischen Zerg, mit dem zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden World Champion. Es ist natürlich Serral beim Team Enz nach wie vor. Würden sich auch sehr freuen, ihn zu haben. Wenn man da einen Spiel im StarCraft Squad hat und der halt einer der bekanntesten und einer der erfolgreichsten Spiele überhaupt ist, da freut man sich als Team. Auf der anderen Seite ist ein Spieler, der nicht weniger erfolgreich ist. Der ist eher bekannt als der chronische Zweitplatzierte, hat sich auch als Zweiter aus seiner Gruppe rausgekämpft, lustigerweise. Das hier in Blau ist Sue. Er ist wirklich ein Synonym mit zweiten Plätzen, aber er hat sich auch ein bisschen gegen seinen zweiten Platzfluch wehren können. Hat inzwischen auch das ein oder andere Turnier gewonnen, was es für ihn natürlich auch gerade für die Psyche wesentlich angenehmer macht. Wenn man endlos nur auf zweiten Plätzen rumsitzt, das schlägt schon wirklich sich auf die Psyche nieder. Da hat man dann irgendwann selbst eine mentale Blockade, immer wenn man ins Finale kommt. Aber Sue hat sich da nicht aufgegeben und hat sich dann entsprechend dann auch mal einen Sieg erkämpft. Gerade eben dieses Jahr die IM Katowice, was ein sehr, sehr starker Sieg war. Und ja, der IM Katowice, da war es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich will das mal kurz nachspicken, bevor ich da Blödsinn erzähle. Wenn das jetzt tatsächlich einfach hier auf die Reihe begibt. Wobei wir tatsächlich schon sehen, Sue geht schnell auf einen Roachborn und Leertag, wenn das ein Serval erstmal noch das Ling-Game hier favorisiert. Ja, die beiden sind nicht damals in der IM Katowice auch aufeinander getroffen. Da war es ein knappes 3:2 für Sue, mit dem er dann Serval aus dem Turnier gekickt hat im Viertelfinale. Und jetzt treffen die beiden in World Finals wieder aufeinander, wieder im Viertelfinale. Und mal sehen, wie das Match dieses Mal geht. Wir sehen, dass ich Serval hier mit einem Ling Patrouillen-Move in seiner Mainbase, um da zu sehen, falls da ein Nydus begonnen wird oder ein Drop oder ähnliches mit vorbeikommt. Das will ich ja gar nicht erst riskieren. Ansonsten gibt es bei mir ebenfalls die dritte Basis, geht einen eigenen Roachhorn plus 1 Missile Attacks. Währenddessen sehen wir, Sue spielt den Spire. Den Roachhorn vorne nur gestellt, damit man eine Wall hat. Stellt man die Queens mit rein, das Upgrade auch noch angedrückt, aber jetzt gecancelt. Und somit, ja, das Gas wird gespart für Mutalisken. Da, also, wir machen hier einen entspannten Anfang. Und Serral sieht das. Er hat nochmal hochgescout und hat die Evolution Chamber gesehen, dass sie nicht erforscht. Er weiß hingegen, dass noch immer auf 2-Base und damit ist die Tendenz zu 2-Base Muta, die wird natürlich größer und größer. Es könnte immer noch natürlich irgendeine Nydus-Spielerei werden. Entsprechend sind auch die Linge hier immer noch unterwegs. Die Linge hier für Serral versuchen einfach so viel wie möglich zu scouten, damit hier so nichts anstellt. Und ja, der Spire ist bald fertiger Sound und er kommt sogar rein. Serval bringt den Ding rein, er müsste den Spire gesehen haben im letzten Moment. Ja, das müsste er ziemlich sicher gesehen haben. Das heißt, er weiß, dass abgeht, da werden auch sofort weitere Queens angedrückt. Man braucht natürlich ein bisschen Anti-Air gegen Mutalisken. Währenddessen schicken sich die Linge mal selbst raus und wollen ein bisschen Counter-Deck starten. Wir sind bei 45, 43. Natürlich hat Serval die dritte Basis. Sus dritte wurde gerade erst begonnen. Und Serval hier versucht jetzt noch natürlich ein paar Drones rauszuquetschen. Hat plus 1 Missile Attacks, das hilft natürlich auch den Queens. Die ersten 6 Mutalisken sind auf dem Feld. Mal sehen, wie hart Sue drauf committen möchte. Er erforscht mal kein Upgrade, erforscht stattdessen plus 1 Missile Attacks. Also, das sind wohl doch nur die Transition Mutas, weil sie eben auch gescoutet wurden. Will man das nicht als Muta-Oni-Strategie durchziehen, weil man eben weiß, der Gegner kann sich zu lange drauf vorbereiten. Somit will man trotzdem dann das Roach-Game weiterspielen, eben mit diesen Mutas möglichst viele Overlords abfarmen, dem Gegner möglichst viel Map-Control wegnehmen, Map-Vision wegnehmen. Und das ist so der Plan, den Sue jetzt hier mit seinen Mutas verfolgt. Man sieht es auch, die Mutas werden gesplittet, um Overseer und Overlord zu verfolgen. Serval hat noch kein Overlord-Speed, das heißt, die Einheiten zu retten wird relativ gering. Beziehungsweise die ist 0, die Einheiten können nicht gesaved werden. Stattdessen gibt es einfach nochmal mehr Queens. Spawncrawler bei Serval, auch das natürlich ist irgendwo in einem gewissen Maß auch Economy-Damage, weil man eben die Drones verwendet, um Static Defense zu bauen, wo man die natürlich lieber an der Arbeit hätte. Insgesamt hat Serval trotzdem eben den Mining-Vorteil, weil Sus dritte noch nicht fertig ist. Aber das wird sich ergeben, denn der Drone auch schon sehr, sehr fleißig und das ist Serval noch sehr viel investiert. Da kommt Roach Speed, da kommt ein plus 2 Missile Attacks. Das hat natürlich als massiven Vorteil dieses Upgrade. Overlord Speed kommt jetzt auch noch mit dazu. Somit sind bei 2 toten Overlords ein Overseer. Schleicht sich nochmal in der Ecke durch, wo gerade auch die Evox total am Updancen sind. Die machen richtig hart Party, zumindest solange der Overseer in der Nähe ist. Danach freezen die erstmal wieder. Und ein Ling geht hier nochmal an Scouting, versucht in die dritte reinzukommen, wird er nicht ganz schaffen. Der Overseer kann aber hier nochmal entspannt scouten. Und wir haben den Lurker dann unterwegs für Sue. Also er geht tatsächlich auf Hydra Lurker.
die Roaches und die Dinge nur ein bisschen als Transition Tech. Der Hauptfokus geht dann eher Richtung Lurker. Die sind ziemlich mächtige Roaches, brauchen aber natürlich auch sofort. Ansonsten könnte das ziemlich übel enden, wobei natürlich der Damage von Lurkern so massiv ist, dass das auch für Sabel beim Versuchen, Lurker zu snipen, richtig schief gehen könnte. Der Overseer wird das hier auch nicht überleben, aber er kriegt zumindest nochmal die vollen Scouting-Infos über die drei Basen des Gegners. Spielspad ist bei beiden nicht wirklich vorhanden. Sabel versucht ein bisschen die Basen zu verbinden, aber nicht wirklich viel, was hier gemacht wird. Man sieht einfach wirklich nur die direkte Connection zwischen den Bases. Dann vielleicht einen so ein Creep-Arm, den man nach draußen schiebt, aber auch hier ist ein Overseer mit dabei. Das heißt auch, das wird nicht viel erreichen. Diese Creep Spread. Aber es sind einige Queens draußen für Sabel. Er ist bei 7 Queens. Das heißt, Energie zum Creep Spread setzen hat er auf jeden Fall. Versucht jetzt mal mit dem Ling Run bei. Das Spiel ist in einer recht ruhigen Phase. Man sieht jetzt auch, Sabel zieht den Lurker danach. Genauso wie den eigenen Infestation Pit. Weil sein Plus 2 ist auch bald durch. Das heißt, dann geht es bald auch Richtung Hive Tech. Ja, Hive Tech wird auch sofort angedrückt, als der Infestation Pit fertig wurde. Also Sabel weiter am Tacken. Beide auf 3 Basen. Die Mutas natürlich immer noch. Die geben die volle Map Control für Sue. Die Dinge können kaum raus. Der Overseer gibt sich nochmal Mühe, um zu scouten. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig, um zu scouten, was macht mein Gegner da. Aber entsprechend ruhig ist das Game. Es ist gar nicht viel gestorben. Insgesamt hier Sabel, der Overseer, 9 Linge und Novelord verloren. Genauso wie die 2 Cryptomore. Tatsächlich hat Sue noch keine einzige Einheit bisher abgegeben. Das passiert jetzt. Jetzt sterben die ersten Linge von ihm, weil die eben jetzt hier im Engagement sind. Aber ansonsten, wir sind bei, ja, nicht mal 1000 nach 7 Minuten, nach 8 Minuten an Spiel. Nicht mal 1000 Resources lost gesamt. Das ist wirklich nicht viel, was da abging, einfach weil die Mutas gescoutet wurden, Sabel sich darauf eingeschaltet und defensiv stehen blieb und dann einfach wartet auf einen Angriff hier von Sue. Und der Angriff soll hier kommen, die Lurker sind mit unterwegs. Die Mutas schauen mal kurz voraus. Sabels eigene Lurker können nicht gebaut werden, bisher hat Hydra technisch auch noch gar nichts. Er ist momentan auf Roach Ravager. Noch ein paar, viel Hydras hat er jetzt draußen, es kommen noch ein paar mehr dazu. Frozen Bites helfen aber auch gegen die Lurker. Der hat schon ein bisschen was abbekommen, noch 20 Hitpoints. Natürlich, da wäre Hive Tech sehr wichtig und dann Adaptive Talents, ein wahnsinnig wichtiges Abkürzen. Jetzt tatsächlich der aggressive Burrow hier von Sue, aber es ist sehr weit vorne mit den ersten Lurker. Weitere Cross of Ice und dann wird dann zweiten Lurker. Macht gar nicht so viel Schaden hier an Sabel. Das Engagement für Sue war jetzt nicht so elegant. Entsprechend ist jetzt auch in Resources Lost vorne. Hat mehr verloren. Die zwei Lurker sind natürlich wahnsinnig teuer. Jetzt nicht ganz so gelohnt die Aktion. Er hat gedacht, er kommt da vielleicht näher ran. Aber war nicht so gut. Sabels Defense war auf jeden Fall ready für den ganzen Fall. Vierte Basis jetzt dort begonnen. Auch vierte Basis für Sue ist bereits da. Und man sieht auch, die Mutas trauen sich nicht wirklich groß, nur hinzugehen, weil sie eben genau wissen, das endet nicht gut. Da ist überall zu viel Defense. Jetzt ein defensive Lurker auch mit dabei, was die Sache noch viel, viel schwieriger für Sue macht. Also Sabel eagelt sich hier ein bisschen ein. Sue versucht stattdessen eben mit einer Konterwaffe genau für so einen Fall, nämlich das Nidus-Netzwerk, dass man einfach irgendwo angreift, wo Sabels Defense einfach nicht ready ist. Zudem geht aber Sabel auch gleich aufs +3 Missile-Attacks. Ist dann komplettes Upgrade quasi vorne. Bis jetzt ist das +2 ausgeglichen. Problem ist allerdings, glaube ich, Sue hat noch keinen Hive-Tag. Ne, der ist immer noch auf leer. Das heißt, dieses Upgrade für den Vorteil für Sabel wird soweit bestehen bleiben. Aber Sue versucht das auszugleichen mit einem +1 Carapace. Ansonsten kommt da noch Hydra-Speed bei beiden. Und wir sind jetzt, ja, da ist eben das Hive-Upgrade, das Adaptive Talent für die Lurker. Dann graben die sich schneller, sein, sind dadurch noch gefährlicher. Und die Kombination von Nidus mit Mutas ist natürlich ziemlich schön. Man kann damit die Vision sich holen und dann auch den Nidus ein bisschen defenden. Und genau das hat hier Sue nämlich auch vor. Er setzt den Nidus in die Main und Sabel muss reagieren. Er schickt Einheiten da rein, versucht den Nidus loszuwerden, bevor da irgendwas groß rauskommt. Ist der Nidus groß beladen? Wo ist denn das Nidus-Netzwerk? Da steht's. Nidus-Netzwerk ist momentan leer. Tatsächlich, der versucht das mit Out of Position zu kriegen, hat aber auch nicht funktioniert. Stattdessen ist auch Sabel derjenige, der diesen Fight hier vor seiner vierten Basis gewinnt. Also macht wirklich defensiv sehr, sehr gute Arbeit. Und eigenes Nidus-Netzwerk jetzt hier für Sabel. Also jetzt geht dann die Party richtig rund. Überall werden Nidus-Würmer entstehen. Und dann können die beiden in Windeseile die Reinheiten von A nach B verschieben. So zieht jetzt auch noch mit dem Hive-Tag nach. Sabel hat den eben bereits. Aber beide, ja, da noch das Armor-Upgrade unterwegs. Also Sabel wird auf jeden Fall diesen Upgrade-Vorteil kriegen. Bis der Hive durch ist, das dauert. Ja, nächster Nidus ist am Start. Aber der ist jetzt nicht brandgefährlich. Mal hier die defensive Position mit Spore-Crawlern und eigenen Lurkern ist. Und Sabel tatsächlich wirklich wahnsinnig defensiv, aber da kommen jetzt die Overseer und die Overlords, um die Vision zu geben für sein eigenes Nidus-Netzwerk. Dann kommt er auch mal aus seiner Basis raus. Und bedenkt, Sabel hat eigentlich noch nie große Aktionen auf der anderen Seite der Karte gestartet. Seine zwei Scouting-Dinge waren drüben und ein Link-Run-By sollte gestartet werden, aber das hat auch nicht funktioniert. Und somit, ja, jetzt tatsächlich sein erster Move-Out quasi aus seiner eigenen Base raus mit seinem eigenen Nidus-Netzwerk. Das wird jetzt auch befüllt. Und in der Main-Base, ja, ist noch nicht wirklich die Defense. Die muss nämlich wahnsinnig weit laufen hier von Sue. Das könnte ein Problem für ihn sein. Er schickt zwar da Hydras ran. Aber Hydras sind jetzt halt wirklich nicht so toll gegen die Defense, gegen diese Massen Roaches. Das soll Hydras auch gleich merken, dass das sehr, sehr uncool ist. Und ja, sofort, der Container ist aufgebrochen. Sabel macht sich auf die Reise. Aber da steht noch weitere Army von Sue. Sabel trotzdem setzt Nasser zu weit. Hydras, wenn das ein Stable, der hier am Hive-Tag rum.
natürlich richtig bitter, wenn Zu den flirt, ohne Großhasten mitmachen zu können. Der ist jetzt fertig, aber der hat schon sehr flirt von Zu und die Lurker sind hier noch immer mit drin. Das ist aber ein Overseer mit dabei. Sabel versucht, den Nydos hier, diese, die Lurker hier zu defenden. Und das ist sehr viel Damage, die Lurker. Man sieht hier, die Lurker säbeln sich dadurch. Der Groundfight wird da verloren von Zu und damit ist sein Hive noch immer in Gefahr. Hier zwar dieser Fight, da muss die Sabel zurückziehen, aber er hat einfach alles eingeladen, hier rüber verfrachtet. Das steht jetzt hier in der Main und der Hive wird hier fallen. Das heißt, kein plus 3 Attack. Wenn das ein Service plus 3 gerade fertig wurde, diesen Upgrade-Vorteil wird er behalten. Er wird die Einheiten in der Mainbase jetzt ausequieren. Die Mutas räumen da dann doch ein bisschen durch, auch wenn die Mutas dabei auch sehr zahlreich starben. Da bleibt ein Muta, nein, bleibt überhaupt kein Muta, da ist noch eine Hydra übrig, oder? Das reicht tatsächlich. Es reicht für Zu, versucht jetzt hier mit dem eigenen Konto Nydos, der wurde nochmal gesniped. Da wird versucht mit dem Reinforcement zu halten, aber da kommt bald für Nydos nach. Eben die Nydos-Action jetzt hier von beiden Seiten. Lassen sich da nicht ruhig. Die Queen blockt gerade ein bisschen die Rampe, was unglücklich ist. Die Lurker kommen nicht zur ganzen Position. Neuer Nydos ist jetzt hier ready, aber Lurker sind drin. Da ist keine Detection hier besucht. Das heißt, Rampe runter wird ziemlich schwierig. Hat jetzt einen eigenen Lurker mit dabei und kann jetzt versuchen, die Mainbase jetzt von Savile zu vernichten. Hat da die Einheiten drin. Savile hat da ein bisschen Static Defense auch mit dabei und er hat den nächsten Nydos rausgenommen. Es ist jetzt hier ein Lurker versus Lurker Battle. Da ist aber nur ein Lurker drin, der ist nicht so wichtig. Und ja, da ist jetzt auch die Detection für Savile mit am Start. Und diese Einheiten hier von Zu kommen nicht wirklich raus. Die werden hier gesniped werden. Wir haben 6 Drones erwischt, insgesamt sind wir bei 57, 59 im Workout, aber Zu verliert da jetzt auch noch wieder ein bisschen mehr. Insgesamt 14.300 zu 15.000 ist noch vollkommen in Ordnung für Zu. Was er eben verloren hat, das war sein Hive-Tech und eine Basis in der Main. Das heißt, sein Income ist da auch ein bisschen angekratzt, hat aber den nächsten Nydos bereits wieder genutzt, um hier reinzukommen in die dritte. Und da ist mal die Serial Defense nicht am Start, da kommt Zu rein, da kann er mehr Schaden machen. Und kann hier vielleicht noch ein paar Einheiten upgraden. Hat aber hier keine Lurker dabei. Muss also auch was. Doch, ein Lurker ist drin. Aber der Lurker wird das nicht lange überstehen. Der wird gerade tot gesabelt. Und ja, jetzt hat... Oh, ist aber da noch ein Lurker mit vorne dran. Und da ist noch nicht die Detection mit in der Nähe. Diese Overseer kommen jetzt erst. Kommen ein bisschen spät. Und Zu wird in diesem Fight ziemlich abgeräumt. Beide droppen massiv im Supply. Savile ist aber noch 20 vorne. Und pusht den Gegner aus seiner Base raus. Und hat währenddessen... Auch das, ja, hatte ein bisschen besseres Income. Aber insgesamt ist es natürlich sehr ausgeglichen mit dem Work-Account. Weil nochmal eben ein paar Drones gefallen sind. Wird die Mainbase nochmal neu ausgestattet mit Defense. Fünfte Basis hier für Zu, aber er kann es gar nicht wirklich verwenden mit dem Worker. Man sieht, wie die beiden sich gerade krass runtergefightet haben über die Zeit. Zu hat aber doch am Ende einiges mehr verloren. 18.700 zu 16.000. Das sind nur noch Changelinge, die unterwegs sind. Hier sind noch ein paar Einheiten. Da ist noch der letzte Mutalisk. Und der wird das auch nicht lange bestehen, wenn der hier bleibt. Und Savile hat einen Swarmhost gebaut. Einen versehentlichen Swarmhost. Man kennt das ja. So, neuer Nydos-Versuch. Mit dem Changeling, aber das wird nichts. Savile hat die Roaches in der Mainbase stehen gehabt. Jetzt, wie beide den Nydos anfangen. Überall blinkt sie auf der Minimap. Mit den Nydos versuchen. Ja, die Roaches von Savile gehen in Position. Der Nydos hingegen, der wird nicht so leicht entdeckt. Der ist komplett abseits. Und dieser Nydos, ja, wird nicht fertig werden. Nächster Nydos wird sofort gesetzt. An der anderen Seite, aber auch da ist Savile dran. Er ist da halt auch echt, echt gut darin, das ganze Zeug hier zu defenden. Deine Mutter gibt sich nochmal Mühe. Ja, das ist ein Service Army, steht hier, ja. Und alles in der Mainbase jetzt an Nydos defended. An Nydos versuchen defended. Stattdessen gibt es hier einfach einen kleinen Lurker Run bei. Der will nochmal weiterkommen. Jetzt sind Doppel-Lurker sind sogar. Da ist noch ein zweiter mit dabei, aber Overseer kommen wir dazu. Und auch wenn ein bisschen Schaden rausgeht, die Army klärt das ohne Probleme. Und so macht es auch einmal den Weg dicht, damit da nichts mehr weiter reinkommt. Savile hat jetzt die Basis geschnappt, versucht da nochmal den Mutter zu erwischen. Und beide gegen den Drones wieder ein bisschen höher. Wir sind jetzt bei 72 zu 60. Also Savile bleibt hier im Mining-Vorteil, kriegt nochmal Nydos. Geschenk hier in die Natu ganz rein. Nicht sicher, wie die Vision da zustande kam. Auf jeden Fall war hier wohl Vision. Und der Nydos wird aber auch wieder nicht werden. Der wird gesniped. Und wir sehen jetzt gerade, da sind gerade auch Nuckeln. Sind Viper kommen wieder aufs Feld, aber Zu werden das mit einem Attack auf die 4. Basis. Die Lurker können die Position nicht gut genug halten. Die Manzer sehr viel Schaden. Aber trotzdem, die Position ist angreifbar. Die Basis kann gesniped werden. Savile versucht das zu halten. Aber sein Supply ist gerade nicht ganz so überzeugt. Jetzt mit den Vipern kann das besser werden. Mit Blinding Chaos, mit Abduct kann man die Position des Gegners brennen. Aber die Basis ist trotzdem schon down. Da wird ein weiterer Nydos aufgestellt für Zu. Hat das schön gemacht. Die Ablenkung quasi mit dem Nydos in der Natural. Stattdessen gab es die Aktion auf die 4. Und somit sniped jetzt auch Zu in die Base. Da, oh, die Lurker laufen leider quer. Einer wird gesniped, beide werden gesniped. Ein Lurker habe ich hier noch drin. Trotzdem, Overseer ist mit dabei. Jetzt kommt mal Blinding Chaos. Und die Einheiten laufen erstmal zusammen hier in die Arme. Aber trotzdem, wieder mal ausmanövriert. Zu stellt sich jetzt hier an dieser Basis auf und kann auch diese Basis warten. Savile fehlt hier in kürzester Zeit 2 Basen. Das macht ihm langsam echt Schwierigkeiten. Und auch hier, da wurde eine Viper gesniped. Das wird langsam richtig teuer. Aber jetzt hier der Counter-Attack mit den Roaches an dieser Base. Da war immer noch dieser Nydos, der noch nicht gefunden wurde. Und der, ja, kommt jetzt hier Zu ein bisschen teuer zu stehen. Verliert da auch einen ganzen Sprung an Drones. 13 Stück. Die Roaches werden nochmal alle abgefarmt. Der Nydos kommt leider viel zu spät. Dass das ja noch eine Unterstützung ist. Dessen kann jetzt aber auch mal Savile den Nydos hier aufräumen.
Wir sind jetzt bei 63 zu 49 Drones. Das ist ja nicht viel, nicht allzu viel. Aber 16 Minuten wird hier gebattelt. 22.500 zu 23.600 Resources lost. Denn das wird sofort nochmal nachgestellt. Und jetzt, oh, Tunneling Claws Roaches sind da noch mit unterwegs. Ich meine, upgrade-technisch sind wir bei Sabbath bei 3.1. Ansonsten Burrow Tunneling Claws ist drauf. Hydro Upgrades. Da geht sehr viel Party ab. Und hier gibt es einen neuen Nydos. Und da sollen sofort die Einheiten wieder angreifen. Sabbaths Army ist aber in der Gegend, da könnte ich den Weg abschneiden und den Nydos von hinten snipen. Dann hätte ich hier Sudoros ein Problem, dass eine gesamte Army gerade rausschickt. Aber der Nydos wird hier fallen, wie es aussieht. Ja, der Nydos ist down, das heißt erstmal kein Rückzugsort. Neuer Nydos wird gesetzt, aber Zoom hat jetzt hier einfach so viel Schaden wie irgendwie möglich. Die Frage, ist es genug? Er hat 15 Drones gekillt, er snappt hier zwei Basen. Neuer Nydos wird da zwar gebaut, aber der ist noch nicht ganz fertig. Oh, die Lurker laufen gerade wieder quer von Sabbath, jetzt werden sie wieder eingegraben. Und Sabbath kommt da gerade nicht wirklich gerade an die Position. Hat jetzt, habe ich hier seine Roaches unterwegs, kann versuchen, hier das Mining des Gegners zu stören. Und der Nydos nimmt nach und nach Damage zu. Das ist gefährlich für dich. Du bist noch nicht im Nydos drin. Und der Nydos wird gesniped. Und jetzt steht hier Su im Lurkerfeuer seines Gegners. Kann die zwar nochmal snipen, aber die Vipern helfen hier ziemlich gut aus mit dem Blinding Cast. Das kostet Su halt so viel Supply. Das lohnt sich dann am Ende doch nicht, wenn ich hier seine gesamte Army damit verliere. Wenn das eine harte Schwierigkeit mit den Roaches hier einmal an seiner fünften, vierte Basis. Da ist ein Nydos, aber keinen interessiert es von den beiden. Wobei Sabbath jetzt aber mit seiner Army über die Karte pusht. Kann nochmal ein paar Hydras abfarmen auf dem Weg. Hat die Lurker mit dabei und Army-Komposition. Da fehlt es bei Su einfach. Er hat keine Lurker, er hat keine Vipern. Er hat 13 Hydras und 3 Roaches. Und das könnte wirklich gefährlich jetzt werden. Wir sind bei 53, 53 in den Workern. Mining-technisch geht bei beiden nicht allzu viel. Muss man ja echt sagen. Du hättest zwar die Bases, aber die Drones einfach nicht wirklich, um alle Bases zu belagern. Wenn das ein Server, schiebt das einfach alles an die neueste Base. Bis er nimmt sich jetzt hier unten eine weitere. 18 Minuten bereits in diesem Game. Trotzdem, das Problem für Su ist einfach, dass es ihm wahnsinnig viel Army gekostet hat, die ganze Aktion. Wir sind jetzt bei 28.000 zu 32.000 Resources lost. Und der Lurker-Vorteil einfach wahnsinnig hoch ist hier für Savile. Er hat 9 Lurker zu 0 und hat immer noch 5 Vipern mit dabei. Und das hat Su alles nicht. Das heißt, im Pack ist er halt wahnsinnig weit hinten. Die Army-Qualität ist halt wirklich auf der Seite von Savile. Auch wenn der Economy-technisch nicht so gut dasteht gerade, sondern Su da einfach ihn jetzt outmint. Problem ist, dass Su einfach jetzt mal die Army wieder auf die Beine stellen muss. Und das ist wahrlich nicht einfach. Savile kann das eben nutzen, kann eine weitere Basis pressen und somit das problemlos ausgleichen mit der Economy. Diese Basis ja sofort down. Die Lurker sind einfach das große Problem. Su, er will hier engagen. Ohne Vipern, ohne eigene Lurker ist es halt wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Er muss einfach aufpassen, dass er Sabbath nicht in Position gehen lässt. Sobald Sabbath Position bezieht, sieht es für Su ziemlich schlecht aus. Versucht es nochmal mit Ravagern, damit man damals zumindest eine Snipe-Möglichkeit auf Lurker hat. Und mit einem Konter-Nydos hier in der Mitte der Karte. Aber Sabbath will jetzt hier näher ran, hat immer noch die Vipern mit wahnsinnig viel Energie. Ob es hier geht, dann Überwachungsmodus, wird aber noch nicht gesniped. Und Su will ich hier wirklich engagen. Er will mal einen der Lurker haben. Blinding Cloud kommt ein bisschen spät. Trotzdem, nächste Lurker wird angeschlagen. Ein Lurker weniger hier. Der Nudus ist zwar fertig, aber bisher noch nicht wirklich genutzt. Double macht den weiteren Weg auf. Hier ist immer noch der eine Lurker, der fröhlich einzelne Drones durchsäbelt. Ist bei 9 Kills. Was den Lurker-Count von Su wieder schlechter macht. Also sein Mining ist jetzt auch nicht mehr so grandios. Und jetzt soll es hier drauf gehen. Jetzt kommen aber die Blinding Clouds. Die Lurker sind immer noch mehr dabei. Und das Army Supply von beiden schmilzt. Aber das von Su schmilzt halt doch ein ganz Stück schneller. Und Sabbath säbelt sich dadurch. Hat auch immer noch die besseren Upgrades. Jetzt noch 3-2 gegen 2-1. Also hat 2 Upgrades mehr in dem Fall. Und kann damit viel, viel effizienter auch fighten. Wir sind am Ende bei 31.000 zu 40.000 Resources lost. Und ja, das war schon mal Game 1. Und was für eins. 19 Minuten, sehr viel Nudos-Action. Wir hatten 13 zu 4 gesnappte Nudos-Bomber. Es sind insgesamt hier 35 Lurker gefallen in diesem Game. Hier der Vipern, 138 Hydras auf der Seite von Su. Also der hat nicht so Lurker-heavy gespielt. Der war sehr viel auf Hydras unterwegs. Die Mutas, der eine Muta bis zum Ende tatsächlich überlebt. Der lebt auch immer noch. Den einen Muta gibt es noch. Was für ein Survivor. Ja, und beide haben sich sehr viel Basen kaputt gemacht. 4 Basen hier verloren bei Sabbath. Einmal den Hive und einmal die Hatchery verloren bei Su. Beide mit 30, 40 Workern, die da gesnappt wurden. Beide waren jetzt wirklich nie mega hoch in der Economy. Und das hat sich bei beiden doch durchaus in Grenzen gehalten. Am Ende war es einfach die Tatsache, dass Su hier in diesem einen Fight zu viel verloren hat und eben dann auch die Lurker verloren hat. Und Sabbath hatte von da einfach eine dominante Position. Man sieht, der nächste Fight, da steht in keinem Verhältnis, wie viel Su da verliert, dem was Sabbath verliert. Und Sabbath ist derjenige, der da angreift. Also das war dann wirklich nicht mehr haltbar. Somit 1-0 für den Zerg in Rot. Und wir gehen in Map Nummer 2. Wir machen weiter auf Acropolis. Einzelführung natürlich für Sabbath nach einer starken Partie. Das war wirklich ein wildes Set. Jetzt sieht man so jetzt auch nicht so oft. So viel hin und her mit den Nydosen. Also Nydos im ZVZ haben schon was, weil beide Seiten haben dieses Tool. Das heißt, man kann versuchen, sich gegenseitig auszuspielen. Das sorgt dann für sehr, sehr viel Chaos. Und ich mag ja generell Chaos in meinen Replays. Ja, wir haben
Baning Nests auf beiden Seiten, Linkspeed auf beiden Seiten. Die paar Linge hier von Savile chillen einfach, aber werden wahrscheinlich bald Besuch bekommen. Und auch Su scoutet einmal die Ecke ab. Savile hingegen zieht seine Linge weiter und weiter nach hinten. Das ist, scoutet einfach alle Ecken hier aus. Die beiden sind sehr vorsichtig jetzt doch. Gut, man muss sagen, es ist hier Single Elimination, das heißt, wer verliert, ist raus. Daher will man nicht wirklich verlieren, will lieber auf Nummer sicher gehen. Doppelt gescoutet hält er bekanntlich besser. Und wir haben ja die fertigen Baning Nests. Da kommt jetzt noch eine Evo mit dazu bei beiden Spielern. Aber erstmal noch kein Roach Game. Stattdessen kriegen wir erstmal bei beiden die dritte Basis. Diesmal gibt es auch keinen Two-Base Muta Plan. Wir sehen hier einen Overlord, der fröhlich seine Runden dreht. Dafür, wie langsam ein Overlord blickt, dreht er sich wirklich wahnsinnig schnell um die eigene Achse. Gerade dieser Winkel ist wirklich so. So agil kommt ein Overlord einem gar nicht vor. Ja, wir haben ein paar Linge aufs Feld bekommen, nämlich 10 Linge für Savile, 4 Linge bisher für Su, und der muss jetzt hier reagieren, denn er verliert sonst ein paar Drones. Er wird ein paar. Oder? Nein, er kann Drone am Leben, hat ihn sehr schön gemacht. Aber es kommt, wie man sieht, bei beiden Missile-Tags. Also das Link-Game wird hier nicht dauerhaft geplant bis zum bitteren Ende, sondern es soll dann schon auch in ein Roach-Game gehen. Leer-Tag für beide Spiele ebenfalls unterwegs. Dieses Mal so mit dem besseren, schnelleren Timing auf dem Leer. Dafür zählt das bisschen schnellere plus 1 Missile-Attacks. Kommt oft auch nochmal einen defensiven Baning oder 2 für alle Fälle. Wir sind bei 45 zu 53 und ist Savile eben damit dem Baning noch unterwegs für alle Fälle, damit das sicher ist. Er hat eben mehr Drones. Das wird Su zwar aufholen, aber trotzdem, Savile dadurch einen kleinen Mining-Vorteil. Es wankt noch sehr viel. Hat sich nicht wirklich eingependelt, weil beide immer noch sehr viel mit Drohnen auch zwischendrin beschäftigt sind. Auch Su hat hier nochmal Baning mit dabei, aber wir sehen bei beiden eben den Roach vorne, bei beiden den Leertag. Roach Speed kommt auch schon für Su. Also, wir werden auf jeden Fall wieder ein Roach-Game kriegen. Könnte auch durchaus passieren, dass sie wieder den Nydus-Zusatz bekommen. Oder dann die Transition in Hydras und Lurker. Oder einfach bloß der Versuch, mit wahnsinnig viel Roach Ravager zu arbeiten. Jetzt kann man auch so einiges machen inzwischen. Wir sehen jetzt erstmal eine ganze Welle an Roaches für Su. 10 Stück, das ist ordentlich. Er stoppt das Thronen bei 57. Oh, Savile, das war gerade mega gefährlich, was er da getan hat. Mit so vielen Lingern an einem Baning dran, das kann halt richtig schlimm schief gehen. Stattdessen schickt jetzt die Queen Form, die Baninge des Gegners zu snipen. Und wir haben jetzt den Spire unterwegs für Savile. Das ist aber kein Double Spire, das sind 3 Basen Spire. Das heißt, da kann noch wesentlich mehr Gas gesammelt werden. Da kann noch wesentlich mehr Mutas produziert werden. Es ist noch nicht volles Gas-Mining. Da fehlt eine Drone. Das ist aber auch die einzige. Nein, und da kam auch der Cancel auf den Spire. Savile wird das nicht durchziehen. Und bei Su gibt es wieder den Nydus. Also er will wirklich Nydus-Action hier wieder ranbringen. Ihm hat das so viel Spaß gemacht in der ersten Runde, dass er sich dachte, das machen wir gleich nochmal. Weil der Baning ist jetzt angeschlagen, kann recht schnell gesniped werden. Ihn versucht das zu beschützen, aber kein Erfolg. Und wir haben jetzt sogar Static Defense zu Savile. Also fühlt sich hier wirklich bedroht von Su. Geht da lieber auf Nummer sicher, igelt sich ein bisschen ein. Das, Entschuldigung, das war nicht der Knopf, den ich treffen wollte. Den wollte ich treffen, denn Savile hat nämlich gerade gescoutet. Und er hat das Lösungsverkehr noch nicht gesehen. Auch den Leertag, er kam nicht so gut rein, was das Scouting betrifft. Hat aber zumindest gesehen, dass dem Gegner hier ein Gas fehlt. Dass da keine vollen Gasgesiere genommen wurden. Und ja, das spricht an sich für relativ viel Roach-Supply, weil eben die Roaches im Gas-zu-Mineral-Verhältnis sehr mineral-lastig sind. Ja, da kommen die Roaches rübergelaufen. Schnellere Upgrades hier auch bei Su, also zumindest das Roach Speed. Da will dafür mit dem Mining-Vorteil eben wesentlich mehr Workout, weil eben Su gestoppt hat mit den Drones. Und jetzt stattdessen einfach Units pumpt wie ein Irrer. Und da kommt Nydus Nummer 1. Und der wird hier scoutet werden. Aber Savile kann recht wenig dagegen machen eigentlich in der Position. Er hat nicht das Army-Supply, mit dem er außerhalb seiner Base groß fighten kann. Er versucht es mit Baningen. Er will dann seinen Gegner wegsprengen, wie es aussieht. Hat währenddessen ein eigenes Roach Speed und plus 2 Missile Attacks unterwegs. Aber er muss jetzt erstmal defenden. Glücklicherweise hat es noch nicht so schlimm. Jetzt in der Mainbase kommt der nächste Nydus versucht, aber da sind die Linge sofort dran. Dieser Nydus wird nicht allzu viel erreichen. Trotzdem, die Bedrohung ist natürlich immer noch hier an der dritten Basis, dass man da plötzlich einen Push reinkriegt. Der Nydus unten wird gesniped werden, bevor er fertig wird. Wird nochmal ein direkter Nydus begonnen mit den letzten Momenten des Overseers. Aber auch da sind Roaches und Linge unterwegs. Savile nach wie vor ist da on top, wenn er sowas abbekommt. Und natürlich musst du auch bedenken, in der Zeit, in der ich hier eben versucht, mit dem Nydus anzugreifen, hat er selber ein bisschen zu bleiben, Nydus verladen. Aber kann das natürlich auch den Nydus hier oben rausbringen. Vielleicht ist hier ein bisschen was an diesem Fight. Und will hier nicht locker lassen. Er ist immer noch auf seinen 56 Downstable, meint natürlich mehr. Er geht jetzt wieder auf einen Spire.
sieht man den Mining-Vorteil. Jetzt kann Su natürlich schneller die Flanken wechseln. Er bräuchte noch hier hinten quasi Nidus, damit er richtig schnell abhauen kann. Oder hier oben sogar. Dann kann er richtig schnell Seite zu Seite wechseln. Fast schon schneller als Sabel selbst. Ja, und hier geht's einfach rein mit den Cross of Biles auf die Spank und diesen Down-Up. Sabel will jetzt ja auch das Engagement haben. Rennt da ran, hat jetzt das eigene Roadspeed. Und versucht da möglichst viel Schaden an Su's Army zu machen. Hat auch hier mehr Supply tatsächlich. Und Su's Reinforcements sind noch nicht ganz da. Sabel hingegen heilt sich einfach weiter rein. Die Ravager haben bald keinen Support mehr. Und dann sind die Ravager plötzlich dran. Und die starben ziemlich stark. Man sieht sie, die waren auch gefokust. Sabel macht das sehr, sehr gut. Pusht hier Su raus aus seiner Base. Muss natürlich aufpassen auf die Cross of Bice. Hat jetzt aber auch eigene Ravager mit am Start. Und er pusht hier wirklich. Sabel pusht komplett raus und pusht Su komplett zurück. Du kannst dich hier nicht halten. Und der Nudus, den könnte gleich fast verlieren. Damit fehlt das schnelle Reinforcement. Das sind die Armys gerade eh nicht mehr kombiniert. Das sieht gar nicht gut aus hier für Su. Er flieht hier mehr und mehr. Und ist im Supply jetzt auch schon ein ganzes Stück abgeschlagen. Einzig jetzt hier nochmal das Neue sammeln und hier der Rumbai in die dritte Basis laufen, dass man dann noch irgendwie Schaden hinkriegt oder Nimbus hinkriegt, aber das, ja, Sabel macht den Weg zu hier. Schöne Blockade mit dieser einen Roach und keine Chance hier für Su irgendwie großes anzurichten. Er hat zwei Drones gerade mal bekommen, hat schlechter getradet, wesentlich schlechter, hat die schlechteren Upgrades jetzt auch, plus 2 versus plus 1 und Sabel hat einen fertigen Spire. Su hat den Spire gerade begonnen, es sieht alles nicht so gut aus hier für Su. Also Sabel jetzt doch in der sehr dominanten Position, hat eben das Mining seit 3-4 Minuten komplett im Griff und auch den Fight, das sieht man hier ziemlich deutlich. Den Fight hat er ziemlich deutlich gewonnen und schießt jetzt auch im Supply entsprechend dem Max Out entgegen. 6 Mutas jetzt auch unterwegs und Su's Spire dauert eben. Das heißt, bis der antworten kann, das braucht noch einiges an Zeit. Dafür schnappt es sich jetzt hier eine vierte Basis, auch Sammelchen mit der eigenen vierten, hat es aber die Mutas draußen. Der Gegner hat kein Overlord Speed, das heißt, ein paar toten Overlords könnte es hier durchaus geben. Und Su kann auch mit diesen Roaches nicht mehr so viel anfangen, weil die werden jetzt konstant vor den Mutas belagert. Ja, da ist auch sofort der Rückwärtsgang. Die Mutas haben einfach ihren Spaß. Und jetzt kommen sie um die Overlords. Das macht es auch für Su natürlich schwierig, weitere Nudos hier hinzukriegen. Versucht jetzt hier mit dem Ling, aber auch der wird sofort gefunden von Sarah's Overlord. Hat auch die Roach-Army bereits unterwegs. Der eine Ling kann aber rein scouten, aber viel erreichen wird er nicht. Und auch der Nudos wird hier nicht fertig werden. Ja, es sieht nicht gut aus hier für Su. Sogar den Creep-Fleet verliert hier vorne. Dank dem Overseer von Sarah. Aber die Mutas sind dann noch ein bisschen zu viel. Sus eigenes Spire wird trotzdem fortgesetzt. Er will auf die Mutas antworten mit mehr eigenen Mutas. Nämlich 7 Stück aktuell. Das reicht aber nicht. Sabel hat 9 auf dem Feld. Das wird nicht genug sein. Aber es werden mehr Mutas gebaut für Su. Und Sabel will immer noch mehr Kills sammeln mit diesen Mutalisken. Könnte da fast noch Platz bleiben. Versucht das auch. Schön gemacht hier. Den verletzten Mutter nach hinten gezogen. Einfach den Rest nochmal rangeschickt, um diesen Snipe durchzuziehen. Schöne Aktion hier von Sabel. Hat er den Overlord? Nein, den hat er nicht gesehen. Stattdessen jagt er gerade den hier. Das auch nicht überstehen. Und ja, somit zu wird er auch noch gleich Supply Block, wenn er das Ding verliert. Aber nochmal neue Overlords auch unterwegs. Sollte nicht so wild sein. Gesamtmutter-Count sind wir bei 8:9. Und der Su kann einfach seine Mutas nicht wirklich zeigen, bis er weiß, dass er mehr hat als Sabel. Oder eben bis Sabel ein paar verliert oder wirklich ein Fight gegen die Queens eingeht. Und aktuell, ja, jetzt sind wir erst beim Gleichstand. Und da waren nochmal ein paar Drones gesniped. Also Sabel findet wirklich einiges. Und jetzt hat er auch den ersten gegnerischen Mutter gesehen. Er kommt auch leider, denn da kommt ein Infestation Pit, Binding Speed und plus 1 Carapace für Sabel. Also Sabel ist trotzdem weit vorne, auch wenn Su jetzt hier im Supply ausgeglichen hat. Sabel hatte durchaus Zeit, sich hier weiterzuentwickeln. Man sieht auch, seine eigenen Overlords kehren auch wieder nach Hause zurück. Er will nicht so viele draußen haben. Hat trotzdem noch ein paar unterwegs. Natürlich, er hat eigene Mutas, das heißt, er kann den Muta-Fights eingehen und damit seine Overlords safen. Wobei natürlich jetzt mehr und mehr in der Masse zurückfällt, weil er einfach nicht weiter Mutas baut. Stattdessen pumpt hier Su wirklich eisern seine eigenen Mutas weiter durch. Ist bei 14 inzwischen, geht auf 16 plus 1 Attack auch noch. Der Overseer flieht aber trotzdem das zu zwischen. Man kann da gar nicht mehr reingehen. Er sieht halt einfach nichts auf der Map. Der Watchtower ist noch sein bester vorderer Punkt. Alles andere wurde ihm inzwischen gesniped, zurückgedrängt. Somit spielt er gerade ziemlich blind. Er weiß, dass Mutas da draußen sind. Und er geht wahrscheinlich auch davon aus, dass er inzwischen mehr hat als sein Gegner. Aber Sabel switcht eben auch auf Hydranisken. Geht auf, trotzdem auf Static Defense. Und Hive-Deck unterwegs, wenn dessen gab es hier nochmal ein bisschen Rest mit ein paar Rotes und kriegen 4-5 der Drones. Das ist nicht schlecht, sucht damit gleich im Lurker-Count wie Sevel aktuell, der Lurker dann dazu holt. Und da auch die ganze Upgrade-Palette, die damit erforscht wird. Tunneling Klaus Burrow. Jetzt geht's raus, jetzt ist die Masse in Mutas unterwegs, 20:9. Also da kann Sevel mit dem Mutas definitiv nicht engagieren, er muss es mit den Hydras tun. Die haben gleich noch Speed-Upgrade. Range-Upgrade ist noch nicht drauf, also die Hydras sind noch nicht so kampfbereit. Wir müssen da wirklich noch aufpassen, die 5. Basis wird erstmal nichts werden. Aber jetzt haben wir den Counter-Attack mit den eigenen Mutas von Sabel dran am Nidus tatsächlich, wollen das Nidus Network snipen. Haben es auch schon zur Hälfte kaputt bekommen und das sind bisher keine Transusers in Sicht. Das heißt, das wird. Nein, Transusers kommt nochmal. Aber das wird nicht reichen. Das Nidus Network stirbt trotzdem. Damit
hat sich das Nythos-Thema erledigt und somit können die Mutas hier nicht für ein Follow-up sorgen. Stattdessen sind jetzt die Hydras hier am Fighten und oh, die Mutas von Su, die sollten da nicht so wirklich fighten. Die können sich zwar durchsetzen gegen die Hydras, aber das ist ein wahnsinnig teures Engagement auch für Su. Savile hält sich da lange in dieser Position und nimmt so viele der gegnerischen Mutalisten raus, dass man uns Spockel auf dem muss aufpassen. Die Queen schnappt sie dann nochmal einen Kill. Währenddessen gab es auch hier oben einen Fight mit den Roaches und den Ravagern. Das ist so viel Action einfach auf diesem Level. Ja, da gab es einen Roach-Fight und auch den verliert Su. Savile verliert hier zwar an sich mehr Supply, aber er kann auf jeden Fall noch nach und Mining technisch. Ja, hat er so den Vorteil, aber jetzt bekommt er den Mutas abgefarmt. Baut 30 mehr Roaches und schießt auf den Supply jetzt wieder nach oben. Baut ein neues Nydos-Netzwerk, weil er eins braucht und neue Mutas, aber den Muta-Fight hatte ich hier bereits verloren. Wir sind bei 4 zu 7 Mutas. Queens helfen jetzt hier immerhin wieder mit aus. Und CSU hat trotz allem nicht wirklich viel mehr Map-Vision bekommen. Mit der ganzen Aktion ist jetzt wieder so blind wie vorher. Versucht das neue Nydos-Netzwerk da online zu kriegen. Hat zumindest mal den Overlord hier unten, aber ob der ihm so viel bringt, man weiß es nicht. Wir haben insgesamt worker-technisch jetzt den Umschwung. Savile ist jetzt wieder vorne mit 62 zu 61. Und wir haben Adaptive Talents unterwegs und die Upgrades. Plus 2 Carapace gegen plus 2 Missile Attacks, was da unterwegs ist. Der Crowd-Fight läuft bisher gut für Su. Währenddessen der Air-Fight sieht besser. Nee, sieht gut besser aus für Su. Tatsächlich. Su verspurscht sich da durch, aber dafür kommt das Ground Reinforcement von Savile mit dazu. Und da ist eben jetzt der Tag. Da ist nämlich die Viper mit auf dem Feld und damit können die Roaches gar nichts anfangen damit. Sobald dann der Blinding Cloud kommt, sind die Roaches im Fight ziemlich unnütz. Ja, bei Su sind die Mutas erfolgreich gewesen. Die Mutas von Savile sind alle weg. Der baut auch keine Nase und der kommt jetzt rein um seine Ground Army. Schickt auch ein paar Roaches hier weg mit dem Tunneling Claws Upgrade. Kann also jetzt hier nochmal ein paar Aktionen eventuell versuchen. Aber das sind überall Spore-Caller. Also sehen wird das so auf jeden Fall. Und versucht jetzt nochmal mit einem weiteren Nydos. Dieses Mal wieder in der Main. Da wird auch sofort der Nydos gefokust. Die Mutas werden erstmal ignoriert. Das ist der Hauptfokus, ist wirklich das Nydos-Attack. Aber Savile ist jetzt hier dran und will fighten. Und er hat eben die Lurker mit dabei. Da ist einer nicht eingegraben. Der Rest ist auch mit dabei. Die Vipers sind trotzdem sehr weit vorne. Jetzt kommen die Blinding Clouds auf die Roaches. Die Lurker trotzdem waren ziemlich massiv überrannt. Das hat sich Savile wahrscheinlich besser vorgestellt. Zu hält die Sache hier. Wenn das ein Flitter zwar diesen Nydos-Versuch, aber trotzdem, er pusht sehr viel von Savile's Army zurück, macht auch einiges an Schaden. Jetzt nochmal die Roaches sind drin. Aber zu zweit machen die auch gar nicht so viel. Zwei Drones erst gesniped. Insgesamt, ja, Vipern sind auch verloren gegangen. Lurker-Count wurde komplett resettet. Also, das war teuer für Savile. 16.000 zu 19.000 momentan in den Ressourcen. Da ist nochmal der eine neue Nydos, der versucht wird. Meine Kleine dreht sich gerade wieder die ganze Geschichte. Aber ja, dafür ist Su wieder unterwegs mit seiner Ground Army. Fast Max, ihm fehlt ein Overlord. Savile versucht mit 5 neuen Lurkern und plus 3 Missile Attacks. Hat immer noch die Vipern, die natürlich sehr wichtig werden können. Und hier die Mutas. Er snipt nochmal einen Overlord und haben für einen weiteren Nydos gesorgt. Der wird von Savile gerade nicht gesehen. Er hat hier die Schwierigkeiten. Er muss gucken, dass hier einen guten Fight nimmt. Frozen Files treffen erstmal den eigenen Changeling. Jetzt kommen die Abducts auf die Ravager, damit die möglichst schnell wechseln. Und das gelingt auch. Aber der Nydos in der Mainbase kommt zur Sache. Aber da ist nichts drin. Da kriegt tatsächlich Su mal einen Nydos fertig. Aber dann ist der leer. Den kann ich wirklich nutzen. Wir haben die 3 Hydras plus Roach hätte man easy überrennen können. Da war Savile nicht in Position. Aber Su hatte da auch nichts verraten. Hier gibt es Defense mit Lurkern und Spinecrawlern. Das ist ziemlich schwierig, da was zu tun. Neue Reinforcement Nydos wurde hier gebaut. Neue Ravager gibt es da. Und Su versucht das Eisern mit Roach Nydos zu Ravager Nydos zu spielen. Neue Nydos versucht nochmal in der Main. Den hätten sie nicht ganz dran wieder. Nicht ganz in Range. Die stehen direkt daneben. Der Nydos dieses Mal beladen ist die bessere Frage. Ja, dieses Mal ist er beladen. Diesmal kann er auch einfacher beladen werden. Und ja, da gibt es jetzt die Party. Nydos wird nochmal gefokust von Savile. Aber es sind einige Einheiten draußen. Ja, das sind die Roaches, stehen hier Wache. Hier gaben sie ein paar Roaches durch. Und Savile hat jetzt Schwierigkeiten, muss selber aufpassen, wie er defendet. Er hat die Viper nochmal mit dabei. Neue Nydos wird dann gleich fertig. Das heißt, Rückzugspunkt für Su wäre gegeben, wenn er hier das Gefühl hat, den Fight kann er nicht gewinnen. Und das macht er auch. Er haut hier ab. Nydos wird nochmal entsorgt. Und ja, jetzt habe ich hier die Tunneling Claw Roaches drin in dieser Base und da fehlt jegliche Defense gerade von Su. Also auch hier gibt es Damage. 8 Drones sterben dann relativ kurzer Zeit. 19, es nimmt wirklich nochmal einiges zu an toten Drones. Die Mutas wollen noch immer hier für einen weiteren Nydos sorgen. Aber Lex Nydos ist jetzt hier. Aber da ist ein Spore-Caller plus Lurker. Und da ist keine Detection mit dabei für Su. Das funktioniert so nicht. Da kommt er nicht durch. Stattdessen gibt es hier mal den Lurker Runby auf diesen Nydos. Und da sind diese Overseer. Die könnte man da dringend brauchen. Aber das ist eben Adaptive Talents auf den Lurk. Und das ist wirklich jetzt das Tech-Problem, das Su hat. Er kämpft halt gegen wahnsinnig mächtigen Tech. Er wird wahnsinnig viel Supply brauchen, um diese Lurker zu crushen. Er versucht jetzt auch, geht auf diese Lurker ran. Das Supply von Savile ist gar nicht dabei. Aber stattdessen flankt er mit der eigenen Lurker-Army. Und ne, nochmal einmal zieht, wie sehr die Roaches hier Schaden nehmen, wie sehr sie zerfetzt werden. Su baut 17 Roaches nach, aber wir sind schon bei 25 zu 20.000 Resources lost. Savile agiert hier weiter mit Abducts und mit seinen Lurkern. Und macht einfach die wesentlich besseren Trades. Die Frage ist, wie lange kannst du das mitspielen, dieses Game?
Er versucht es auf jeden Fall. Er macht eisern weiter auf Roach Ravager. Und dessen Savile tatsächlich marschiert jetzt schon über die Karte. Da kommt nochmal ein neuer Nidus-Versuch in der Natural. Das sind noch ein paar Mutas eben übrig. Aber auch diesen Nidus wird nichts werden. Und Savile ist jetzt bald an den Haustür von Sue. Und für Sue sieht das jetzt denkbar schlecht aus. Denn er kann halt da einfach nicht reinpushen. Er hat keinen Overseer mit dabei. Und da sind so viele Lurker mit am Start. Die neue Basis wird überhaupt nichts. Ein Lurker wird da zurückgelassen und eingegraben. Und ja, Sue will ich hier wirklich angreifen. Das wäre nicht unbedingt tolle Idee. Jetzt mit den Overseern eher. Dann hat er zumindest mal die Detection. Die wird er auch dringend brauchen, aber das ist trotzdem so viel Damage. Da wird das eventuell gleich in die Mangel genommen, denn Service Army ist immer noch hier unterwegs. Beide sind maxed. Beide können auch einiges nachbauen. Larvenhaushalt ist 13 zu 30 tatsächlich. Also Sue hat gar nicht so viele Larven. Wenn er hier viel verliert, kann er nicht so viel nachbauen. Und Sue, ja, wird da angegriffen und sofort schreibt er das GG. Weil er genau weiß, er kann diese Position einfach nicht brechen. Wir schauen uns nochmal die ganze Situation an. Was Sue sieht am besten. Das ist Savile's Vision. Das ist Sue's Vision. Er sieht die Army. Okay, er hat die Vision auf die Army erstmal gar nicht. Er sieht das dann jetzt wo es ankommt. Und ja, das ist schon zu spät. Dann muss er da direkt das GG. Er hatte die Army tatsächlich nicht im Blick. Er hatte nicht die Vision vorher vom Watchtower. Und somit kann sich Savile hier entspannt durchsetzen, wenn Sue weiß genau, wenn die Lurker jetzt mal drin sind, der kann halt nichts, um das zu defenden. Er war eigentlich, sein Spielstil hat sehr drauf gebunkert, dass er derjenige ist, der aggressiv spielt und dass Savile möglichst defensiv steht. Aber Savile hat sich dann doch mehr und mehr ausgeweitet, hatte das Mining, hatte den Tech und da kann Sue einfach, bis er will, gar nicht erst sich einen letzten großen Fight leisten, weil er genau weiß, das Ding verliert er sowieso. Denn jetzt sieht man eben wahnsinnig viele Roaches, einige Ravager gegen ordentlich viele Roaches. 10 Lurker sind trotzdem gestorben. 14 Nudusse wurden gesniped, das Nudusnetz wurde ja auch einmal gesniped, die Mutas 22 zu 9. Also es war auch wieder sehr kostspielig. Sue hatte wirklich ein paar sehr starke Momente, aber am Ende setzt sich Savile weiteres Mal durch und geht jetzt 2-0 in Führung. Hat also ab hier Matchball. Mal gespannt, was die dritte Map uns da noch bringt. Wir machen weiter auf Ephemeron. Wieder gibt's Linge Speed Upgrade. Oh, ist das Speed Upgrade schön synchron. Das ist ja optimal synchron, glaube ich. Oder wie viel ist da dazwischen? Das sieht mir sehr synchron aus. Ein ganz kleines bisschen waren sie auseinander, aber ich glaube, viel besser kriegen wir das nicht. Ja, wir haben Linge auf beiden Seiten unterwegs. Das war, was ich eben dann noch sagen wollte. Nämlich Savile 16. Bei Sue kann man auch ein paar, aber nicht ganz so viel. Beide gehen auf Baninge. Das heißt, wir haben ein bisschen Linke-Plänkel um die dritte Basis von Sue. Savile greift da mal fröhlich an und sagt, jo, mal gucken, was du draußen machst. Wir haben 2 zu 4 Baninge. Die zwei von Savile kommen gerade fröhlich von der Seite. Und jetzt kommt dran, wer kriegt die besseren Hits? Der erste Baning war schon mal nichts. Der Baning von Savile könnte durchaus ein bisschen was erreichen. Ja, Baninge war nach und nach runtergefarmt, aber Savile bisher in einer ordentlichen Position nach wie vor. Kann immer noch weiter pressuren. Sue ist sie gezwungen, weitere Drones, weitere Linge zu bauen, anstatt Drones. Und Savile macht immer noch ein bisschen weiter. Man sieht es ja, Drone schon selber wieder, erforscht ein Upgrade und Sue ist immer noch dabei, Linge zu bauen. Und Baninge, jetzt gibt es wieder Drones auch bei Sue. Aber das hat sich für Savile durchaus bereits gelohnt. Er hat hier Sue zu ein paar nicht allzu schönen Trades gezwungen. Sue versucht mit dem eigenen Counter-Attack. Und Savile hat aber die eigene Linge, da muss aber aufpassen, dass er genügend Linge hat. Er braucht nämlich erst noch Baninge. Natürlich ist jetzt tatsächlich, kann Sue die Sache versuchen zu drehen. Da kommen jetzt seine ganzen Linge nicht auch rüber. Und Savile war relativ greedy erstmal. Aber die Baninge werden fertig. Die Queens kommen dazu, die Hatch lebt noch. Und in dieser Zeit aber Sue droned wieder. Geht da höher und höher in den Drones. Wird aber noch ein paar Linge hier beim Versuch, da wieder rauszukommen. Sind es bei 37, 39. Sue wird da die Kontrolle ein bisschen übernehmen. Jetzt wird nämlich massiv gedroned bei ihm. Komplette Drone-Runde. Und oh, der Baning. Ah, die Baninge. Das ist immer diese Stresssituation mit diesen Banes. Das ist die Hölle. Das kann halt so brachial schief gehen. Das beendet dann komplett den Verlauf der Map, wenn man sich von einem Baning dazu nicht überrollen lässt. So, wie ist jetzt die Endsituation? Wir sind bei 44 zu 43 Worker, aber Sue droned nochmal höher. Savile hingegen Leertag Roachborn. Leertag ist in einem ähnlichen Timing. Roachborn ist auch in einem ähnlichen Timing. Was Savile hier viel schneller hat, ist das plus 1 Missile Attacks. Da hat man einen zeitlichen deutlichen Vorteil. Und wieder die Linge hier unterwegs, um Sue anzugreifen mit auch ein paar Baningen. Ein paar viele Baningen. Das könnte für Sue durchaus Schwierigkeiten bereiten. Ja, da ist wieder ein Baning mit dabei. Der wird geklärt. Jetzt noch die 3 Baningen hier von Savile. 4 Baningen von Savile. Und die sprengen einiges an Linien hier von Sue weg. Die kümmert sich am Ende um den Rest. Aber die Belagerung geht hier weiter. Und man sieht hier 300 Resources Lost Unterschied. Und Savile hat hier wahrlich die besseren Trades soweit erreicht. Versucht es noch mit einem Rumbai rein in die Natu oder in die Main. Wenn das an der dritten Basis gibt es auch noch weiter Action. Da wird die Klima kurz angegangen. Aber die lebt noch, der Obel wird jetzt abgefangen und Savile, er kriegt hier nicht viel mehr fertig an Damage.
beide Drohnen auch weiterhin. Beide, ja, bauen ihre Upgrades. Und jetzt gibt es dann die ersten Roaches. Aber es gibt noch einen ganzen Sprung an Drones. Beide gehen jetzt hier auf ihren 60er Drone-Count. Also die drei Basen werden voll saturiert. Und somit endet dann nach und nach jetzt hier die Link-Banning-Phase. Die war durchaus Action geladen. Da ging einiges ab. 35 zu 26 Länge, 5 zu 4 Banninge. Jetzt haben wir noch den einen Overlord verloren, der hier reingeflogen ist. Das hätte nicht sein müssen. Und eine einzige Drone hat er verloren. In dem allen. Also ein bisschen besser getradet insgesamt. Aber nimmt sich zwischen den beiden nicht viel, weil in den Roach gegen Roach Fights wird viel von der Position entschieden. Und da kann sich noch so einiges tun. Was wir aber haben bei Samus nach wie vor, der zeitliche Vorsprung im Upgrade. Dann plus Samus Latex ist da schon ein ganzes Stück fortgeschritten. Speed Upgrade kommt aber zu einem ähnlichen Timing. Overlord Speed jetzt noch für Sumi dazu. Samus hat das bereits. Also da ziehen sie so nach und nach gleich. 4D Basis auch bei beiden Spielern. Interessanterweise, Samus expandiert nach außen, Su expandiert nach innen. Also quasi weiter nach vorne in die Kartenmitte. Samus hingegen verstängelt sich da mehr am Rand entlang. Seine Länge da nochmal durchzubringen. Durch die ganze Länge von Su. Fliegt die 4D Basis. Und will dann auch wieder raus aus der ganzen Geschichte. Aber kriegt ein paar Länge abgefangen. Da war die Kurve nicht so elegant für Samus. Und wird prompt dafür bestraft. Hier, die Dinge könnten auch noch abgefangen werden. Die werden auch abgefangen. Also Su macht das sehr, sehr gut. Man manövriert hier Samus ein bisschen aus mit den Dingen. Und die Banninge, ja, der eine Banning nimmt nochmal einen richtig schönen Hit mit. Der hat sich gefreut über die Aktion. Ja, und wir sehen jetzt aber Roaches im Bau. Das heißt, die Zeit der Linge endet. Die sind dann einfach nicht mehr so für uns. Devil hat hier einen Roach Drop, der hier unterwegs mit Speed Upgrade. Linge hier rennen nochmal rein, aber die werden da leben nicht mehr raus. Die Frage ist, wie viel Schaden können diese Linge machen? Sie kriegen auf jeden Fall die Queen an der Natu. Die ist schon mal down. In der Mainbase geht es auch zur Sache. Da stirbt eventuell eine Drone. Sah jetzt nicht so aus. Also Drone-Tendisch hat sich nicht viel, aber es ist eine Queen gesniped worden. Somit hat Cyril nur noch Doppel-Incheck statt Triple-Incheck. Das sind immer noch ein paar einzelne Linge. Ach, ein Link ist da übrig. Der Drop ist aber unterwegs. Und ein Nydus-Netzwerk ist wieder unterwegs. Für Su in dem Fall. Dem haben wir Burrow und Talonclaws. Also Su versucht noch mehr Action zu spielen. Die Roaches überall jetzt hier in den Start zu bringen. Mit Talonclaws und einem Nydus. Also da hat man das ist die totale Party-Combo mit Roaches. Cyril hingegen versucht höher zu attacken. Da kommt ein Infestation-Pit. Wir sehen zwei Missile-Attacks, 1 Missile-Attacks, 2-1 aber unterwegs für Su. Samuel nur mit dem plus 1 Carapace, also es würden sich, die Upgrade-Situation wird sich recht bald ausgleichen. Ansonsten eben der Infestation-Pit und dann, oh, der Overlord wurde gesniped. Das war ein Overlord mit 4 Roaches. War gar nicht mal so billig hier für Samuel. Und da geht's los mit der Nudels-Party Nummer 1. Und das wird nicht der letzte sein. Währenddessen drückt Samuel den Hive-Tag an. Ja, der Nudels ist kein Problem, muss aber eben währenddessen aufpassen, dass er hier defendet. Moment hat eben Su noch das Problem, wenn er hier eine Nudels setzt. Hat er noch keine Möglichkeit, sein ganzes Army Supply zusammenzubringen. Darum ist der Nydus noch nicht sonderlich großartig besetzt. Da eben das Supply, das Nydus gerade steckt, fehlt für den größeren Fight. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Weil eben mit seiner Aktion mit Tunneling Claws, da kann er jetzt halt schon für sehr viel Chaos sorgen. Savile aber wieder dran, auch am nächsten Nydus. Nydus ist auch wesentlich stärker belagert, wesentlich stärker besetzt. Ansonsten, da wäre aber noch kein aktiver Nydus-Wurm aktuell. Der eine wurde eben auch nichts. Beides sind jetzt hier Max Out. Beide sammeln Banks, 70 zu 66 Worker, also Mining-technisch auch krass, oder? 10 Minuten und der Mining-Vorteil war da höchstens 300, aber ich krieg tatsächlich Su einen sehr schönen Trade, dann läuft ihm Samuel ein bisschen die Arme, wenn das dann geht, nämlich hier rein mit den Thundering Claws Roaches. Su, jetzt kommt eben die Möglichkeit, jetzt versucht er hier mit sehr viel Action zu spielen und Samuel einfach ein bisschen auszuspielen, denn das ist auch in der Mainbase fertig, da kommt zwar ein Spankfall, aber der wird nichts. Die Queen wird auch sterben in der Mainbase, die Roaches und Ravager geben ihr Bestes, um das Ding in den Griff zu kriegen, aber das sieht nicht so gut aus. Samuel kann den Fight an seiner dritten halten, aber der Mainbase sieht das noch gar nicht so toll aus. Die Drones sind hier schon mit reingezogen worden. Aber am Ende kann sich Samuel doch nochmal durchsetzen. Da kommt nämlich kein Reinforcement aus Nydus. Das heißt, hier hat sie nicht ganz genug, um sich durchzusetzen. Versucht es wieder mit dem Burrow-Move, aber da ist ein bisschen Detection und ein bisschen Select Defense. Dass die Roaches werden nach und nach gejagt. Da waren es nur noch zwei. Und Samuel hat aber wieder eine Queen verloren. Insgesamt 5600 zu 5100 oder 5600 zu 5100 Resources lost. 3-2 Upgrades aber jetzt unterwegs für Savile. Also wieder mal den Upgrades zieht er davon. Auch Tech-mäßig kommt jetzt der Hydra dann mit dazu. Hingegen jetzt aber auch Hive-Tech und Hydra-Lurker dann bei Su. Also er bleibt dieses Mal nicht auf Roach, aber schon hat dies einen. Das ist eben die hässliche Combo. Mit einer eingegrabenen Roach kann man immer wieder neue Nydus-Bombe setzen. Savile hat das gesehen und schickt auch Reinforcements ran. Das heißt, das ja, wird leider keinen Erfolg haben. Auch die Roach wird da wahrscheinlich dran sterben. Das nächste Ziel sein, sobald der Nydus weg ist und der Attack hier wird auch abgewehrt. Also soweit. Savils Defense ist wieder fleißig und man sieht eben auch, er hat wahnsinnig viel Vision durch die ganzen Overlords. Aber jetzt, da die Hydras draußen sind, wird die Sache durchaus schwieriger. Savils Vision wird da sehr wahrscheinlich eingeschränkt werden.
Der nächste Talonic Claws Move. Und wir sind jetzt aber auch 3-2 bei Sue. Also wir gehen jetzt aber wirklich abgetechnisch ganz steil. Vielleicht haben wir am Ende sogar das volle 3-3 bei beiden Spielern. So, hier geht es erstmal auf die nächste Ludos Defense. Aber währenddessen schleichen sich die Roaches hier an. Und ja, die haben jetzt gerade einen bunten Punkt für das Cyril Defense entdeckt und schleifen einfach die Hedge. Und die Hedge wird das nicht überstehen. Da kommt kein Pursuit. Die Roaches sind zu spät. Wenn man hier die Roaches laufen, dann nochmal in die Arme, die hätten einfach eingraben können. Da ist keine Detection. Aber soweit hat Sue gerade nicht geplant. Er hat auch hier gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Da steht nämlich eine Army vor seiner Haustür. Und das könnte seiner eigenen fünften Basis gleich gefährlich werden. Seiner eigenen vierten Basis gefährlich werden. Das sieht bisher nicht so toll aus für die Base. Cyril versucht da zu fighten. Cross of Weiß mit drauf auf ein paar Larven. Basis lebt aber noch und Sue pusht das tatsächlich zurück. Währenddessen werden aber seine Roaches hier entsorgt. Hat aber noch genügend Bank, um das nachzubauen. 7.500 zu 6.500. Insgesamt tradet Cyril doch noch sehr, sehr gut. Wieder mal Kosteneffizienz von Cyril. Und ja, dann nochmal kurz Close of Pile auf den Overlord. Hätte auch den hier snipen können, aber da hat er gerade nicht auf seine Army geguckt. Und wir haben 68 zu 62 Worker. Also jetzt tatsächlich Su. Ja, jetzt nach 10 Minuten zieht er dann doch mal weiter nach vorne mit dem Mining. Eben weil er auch die Basis hier gesnappt und damit Cyrils Mining ein bisschen einbricht. Und Changing unterwegs und wir sehen Lurker kommen bei beiden. Bipon kommen bei beiden, die Upgrades mit dafür, Tunneling Claws und Burrow jetzt auch bei Cyril. 3-3 ist da auch mit unterwegs, also Cyril geht auf die vollen Upgrades. Das wird der volle Fight, wie es aussieht. Hier sind die Heat Roaches nochmal rein und sie snipen einfach die Hatch. Die war schon angeschlagen, die Roaches finishen den Job und opfern sich dafür. Aber somit dreht sich jetzt der Mining-Vorteil ein bisschen. Und das hat gerade so nichts unterwegs. Nur Overlords, die hier vorne rumstehen. Keine Roaches, keine Overlords, um irgendwie Nydos hier zu setzen. Er hat das hier noch in einer relativ guten Position, könnte ich hier eventuell ansetzen. Aber an sich ist die Vision von Sue jetzt nicht so bahnbrechend für den Nydos. Okay. Unterhalb eines Overlords kann man auch mal machen. Kann den Klaus jetzt eben auch bei Cyril. Wie man hier schön sieht. Und ja, da ist sofort aber der Overseer mit dabei. Das sollte so keine Schwierigkeiten bereiten, das in den Griff zu kriegen. Da kommt jetzt eben Basis Nummer 5 bei beiden Spielern. Also es wird weiter expandiert. 67, 65. Beide haben ihre mächtigen Armies. Building Tab, Gott, Cyril, mit so viel Mischmasch, da ist noch Baning eben mit drin und noch Linge mit drin, bei Sue hat sich das schon ein bisschen ausgedünnt und er ist auf Roach Hydra Lurker, bisschen Roach Hydra mit Viper, momentan noch keine Lurker, er hat einen Lurker denn, aber noch keine Lurker gebaut und jetzt gibt es einen weiteren Nydos, der wurde aber glaube ich auch schon gesehen, sonst wird das gleich abgefangen werden, ja, Tunneling Claws nochmal mitgenutzt, also es ist wirklich sehr viel Action unterwegs auf der Map und Cyril jetzt mit einem eigenen Nydos Netzwerk. Hat das nicht schon eins? Nein, und das hat noch keins gebaut. Das ist jetzt sein erstes tatsächlich. Und hier geht's in den Fight. Die Roaches wollen auch die Ravager vorne haben. Und da kriegen auch einen davon. Ah, der Rest überlebt das tatsächlich. Und jetzt geht's an die Roaches. Da wird zu zurückgeschlagen. Er fehlt auch den Nydos. Das heißt, er fehlt den Rückzugspunkt. Muss jetzt hier einfach laufen. Aber weil die Roaches. Oh, die Roaches bleiben stehen. Wurden nicht komplett nach hinten gezogen. Ja, Cyril geht auf sein volles 3-3. Hingegen bleibt Sue bei 3-2 aktuell. Und man sieht einfach die Army-Welt abgegradet. Es kommen mehr und mehr Hydras. Die Roaches wollen nicht weniger. Weil man irgendwann nicht mehr so viele Roaches haben möchte. Ist einfach nicht so effizient. Kosten sehr viel Supply. Und Sniper nicht so kampfstark. Hydras und Massiman hat auch wesentlich mehr Damage. Viper mit dabei. Und jetzt kommen auch die ersten Lurke hier für Sue. Dabei müsste ich schon ein paar haben. Das richtig genommen habe. Ja, 4 Stück. Die sind alle im Nydos-Netzwerk tatsächlich. Und da kommt auch dieses Nydos-Netzwerk. Und da ist bisher erst eine Roach. Da kommt aber mehr. Man sieht es, der Rally-Point von den Vipern. Aber eine Roach reicht nicht. Wird mir nicht reichen. Und somit, hallo Lurker. Und das, ja, plötzlich hat man Lurker in der Base. Und das ist unangenehm. Das ist mega unangenehm. Das gibt nicht so eine sehr, sehr schöne... Oh Gott, die Roaches. Ja, die müssen aufpassen. Die dürfen nicht durch die Lurker durch. Und das wird einfach nur ein Desaster. Aber haben jetzt mit dem ersten Lurker. Da ist die Blinding Cloud. Und die ist gut. Der Nydos unten wird nichts. Die Lurker werden aber wieder eingeladen. Und das nutzt Cyril einfach gegen eine Out of Position gebracht. Und jetzt kann man woanders fighten. Und das ist Cyrils Plan hier gerade. Und währenddessen fängt er auch hinten weitere Nydos an. Aber da ist ein Spine Call. Und Spine Call, die fänden da doch recht gut gegen die ganze Nydos-Geschichte. Ja, wie man sieht. Der wird gerade so fertig. Ah, konnte nochmal einen Lurker ausladen. Der erste sogar. Oh, der eine Lurker. Wie nervig ist das? Der nächste Lurker in der Natural. Das ist ein nächster Lurker von Sue hier unten. Lurker, sage ich. Nydos. Die ganze Sache macht total wahnsinnig. Spine Call überlebt das gerade so. Die Hydra da unten. Ja, wenn die Roaches ausgeladen werden, können sie sich kurz die Hydra schnappen und wieder einladen. Könnte man tun als Sue. Aber wird wohl nicht so werden. Lassen wir da einfach den Nydos verlieren. Auch Cyrils Vision hat jetzt hier ein bisschen abgenommen. Aber er setzt jetzt auch nach wie vor seine eigenen Nydos-Würmer. Und da ist gerade keine Reaktion von Sue, denn währenddessen sucht er nämlich den Fight in der
Mitte der Karte. Da kommt plus 3 Armor jetzt auch oder plus 3 Carapace auch für den Zerg in Blau. Denn das wird nicht fertig werden. Ah doch, er wird fertig. Zumindest genügend, um ein paar Lurker rauszubringen. Das ist immer das Gefährliche. Wenn da plötzlich ein paar Lurker dran stehen, der Swankballer wird da gesniped. Es ist nicht wirklich so viel Army da und wer das, dann haben wir jetzt hier aber eine Fight. Und da kommen, oh, richtig dicke Blinding Cloud hier erstmal versuchen. Jetzt die Abdax, er will die Lurker loswerden. Er hat nämlich selber keine Assassin, muss aufpassen wirklich mit den Fights. Wenn ihr knallt, dann nochmal mit rein. Wir lassen aber auch hier Roaches an dieser fünften Basis nehmen. Einige der Drones raus haben die Basis auch schon fast überrannt. Die Lurker hier stacheln immer noch völlig dagegen. Für mich habe ich den Spawning Pool gerade erwischt. Ja, das war der Spawning Pool. 9 Rules wird nochmal gesetzt. Die Lurker hier waren angegangen, aber machen sehr viel an Schaden und er sammelt einfach. Tradet hier so viel besser. Die Lurker warten zwar am Ende rauskommen. Problem ist, dadurch kommt der Lydus durch. Das heißt, Zabel kann für weiteres Reinforcement sorgen, oder? Reicht das gerade? Da wird fertig werden, aber nur für den Augenblick. Nicht groß, dass man da noch was machen kann. Die Roaches hier haben sich zurückgezogen. Die Basis hier wird neu gebaut, aber 15 Drones gefallen. Und 14.000 zu 13.000 knappe Geschichte in Resources lost. Beide sind Max, beide haben eine Bank. Trotz allem, Zabel macht ein paar gute Moves bisher. Hat dafür aber auch natürlich ein paar Lurker geopfert. Aber wieder mal hier Position ergriffen und die Roaches hier gehen rein. Da ist ein Lurker. Da ist keine Detection. Das heißt, diese Roaches werden nicht so viel Spaß haben. Der Lurker hingegen hat den Spaß im Fight. Und hier unten kommen die Close of Vice. Blinding Clouds. Da wird ein neuer Lurker gemorpht. Und jetzt der Fight. Doch sehr weit vorne plötzlich. Keiner der beiden. Willst du direkt in die Lurker engagen natürlich. Das sind die Roaches hier. Die werden aber abgefarmt vom. Oh, die Basis lebt gerade noch so. Der Lurker hat 6 Kills. Hätte Spaß. Die Drones sind gefallen. Das plus 3 Carapace noch nicht ganz dafür zu. Und Cyrus Bank wird jetzt auch abgenommen. Wieder für den nächsten Max Out. 13 neue Hydras. 3 neue Vipern. Eine Roach jetzt hier noch unterwegs. Beides angegraben. Und immer noch die Position. Und die wird gerade gekämpft. Und Savile, oh, er könnte da eventuell den Weg reinfinden in die Natural. Der ist sehr gefährlich für Sue. Das darf er eigentlich nicht zulassen. Und jetzt, oh, sofort mit den Abdachsen ein paar Lurker geschnappt. Die Vipern von Suchen jetzt erstmal dazu. Die Vipern müssen aber aufpassen. Sollte natürlich möglichst nicht gesniped werden bei den Cuts. Und das, wir haben einen Fight an der Rampe. Wir haben noch Fight hier unten jetzt. Parasitic Bomb auf die ganzen Vipern. Doppelt sogar. Um die Vipern loszuwerden. Aber es ist nicht so erfolgreich. Die Vipern tanken das ziemlich weg. Ja. Tank das komplett weg, überleben das sogar. Und jetzt Zabel marschiert einfach hoch in die Natural. Hier unten ist währenddessen ein einziger Nydus mit ein paar Roaches. Aber Problem ist, der Lurker kümmert sich drum. Die Roaches hier werden nicht so viel anrichten können. Zabel hingegen zieht hier Stellung vor der Natural. Und das ist eben das gefährliche Versuch. Das darf man nicht wirklich zulassen. Kann das aber auch hier. Zabel pusht hier nicht aggressiv die Rampe hoch. Ist ihm zu gefährlich. Versucht er währenddessen mit dem Roaches Doom noch was zu machen. Aber da ist der Lurker immer noch, der löst das Problem. Wie sieht es denn aus mit den teuren Einheiten? Die entscheiden hier die Fights. Wir haben 5 Lurker zu 4, 9 Vipern zu 4. Aktuell ist es halt mit viel, viel mehr Vipern unterwegs. Hydra sind 44 zu 30 und das nimmt es gerade massiv ab. Das sind überall Blinding Clouds. Es sind einfach nur überall hin und her geschossen. Zabel setzt sich aber durch die linke Flanke durch. Die rechte Flanke fehlt allerdings und wird da abgeräumt. Muss ich weiter zurückziehen. Allerdings, Sue hat keine Mineral Bank mehr. Mineral Bank wurde aufgebraucht. Zabel hat da noch ein bisschen was. Und ist auch im Supply höher. Der Nudus hier wurde geklärt. Die Roaches soweit auch. Und Zoom pusht jetzt mal wieder raus aus seiner eigenen, aus seinem eigenen Gebiet. Nimmt sich hier auch eine neue Base. Wie sieht es mit dem Mining aus? Savile hat einen kleinen Vorteil, aber insgesamt wieder. Der Vorteil hält sich immer noch ziemlich in Grenzen. Wir sind noch immer unter 1000. Und das nach einem fast 20-Minuten-Game. Also das ist schon ein sehr angespanntes Set von Set zu den beiden. Natürlich, bei Zoom geht es hier um alles. Er ist 0-2 hinten. Er muss sich hier diese Map holen. Savile jetzt sogar mit einem Ling-Run bei. Schickt seine 4 Linge nochmal durch die Gegend, die er noch hier wiedergefunden hat. Und Zoom tatsächlich auch. Er schickt den Lurker rüber. Die Basis wird das überleben. Der Lurker sollte nicht so viele Schwierigkeiten mit den Dingen haben. Der Roach hilft dann mit aus. Für alle Fälle. Der Nudus hier wird zwar fertig, aber wird nicht viel nutzen. Beide sind jetzt auch auf 3-3 und Zabel holt sich sogar noch das Melee-Attacks mit dazu. Jetzt wird es ja spannend. Für Dinge und Baininge. Mal sehen, wie erfolgreich das Ding ist. Und hier, oh, Drones. Da war nochmal ein Lurker, der da reingelaufen ist und hat nochmal eigentlich einiges reingestachelt. Aber keine Runde an Kills gefarmt. Jetzt haben wir hier einen Lurker Runby. Auch hier, also Savile zieht sich auch mit Lurker Runbys. Auch hier macht er den Weg auf. Und zu, währenddessen pusht hier über die Karte, kann da mal ein Abduct landen. Ist jetzt aber auch hier schon auf dem High Ground und da ist nicht so viel Defense. Da kann er sich an der Basis festkrallen und kann versuchen, die Basis einfach zu snipen. Blinding Clouds werden gesetzt, Lurker werden positioniert. Wir haben währenddessen hier die Action mit dem Lurker, hier die Action mit dem Lurker, aber der wird abgewehrt dank Spockhole eigener Lurker-Kombo. Trotzdem, Sue ist immer noch hier unterwegs. Oh, verliert da den ersten Lurker, weil er zu weit vorne ist. Dann kommen die Blinding Clouds, die Lurker schießen aber noch. Die Hydras tanken da aber durch und snipen diesen Lurker, das wird oben abdackt. Also tatsächlich, Sue kaltet sie jetzt sehr tief rein, fehlt aber auch gerade sehr viele Drones, weil überall hat er gerade Lurker-Schwierigkeiten. Die Basis wird gerade völlig abgefarmt. Die Basis farmt schon die ganze Zeit. Der Lurker wird jetzt endlich gesniped. Die Basis ist fast tot. Hier stammen immer noch weitere Drones. Der Lurker muss umpositioniert werden. Er hat 8 Kills gesammelt. Und hier kommt Zu nicht wirklich vorwärts. Kann zumindest den Overlord rausnehmen und die Hydra da oben.
Wir hatten gerade einen weiteren Nydus, wo auch immer der gedacht da, dass hier ein Nydus entsteht. Aber gut, da war Su's Army auch gerade. Der Lurker ist hier wirklich mega frech, wird am Ende jetzt doch endlich gefinisht. Aber 22 Bronze gefallen, 45 zu 60 der Worker-Count. Und Su's Economy, Su's Bank ist ja eh nicht so prickelnd. Also gerade Minerals, da mangelt ihm. Und es ist halt sehr weit vorne unterwegs. Also das könnt ihr fast der letzte große Fight werden, wenn es da zu einem Fight kommt. Savile kann nochmal nachweisen. Savile kann ein relativ schlechtes Engagement nehmen. Flieht jetzt aber ein paar Overlords, ist damit Supply Block. Jetzt soll es rangehen. Die Viper gehen nach vorne. Blinding Clouds sollen gesetzt werden in Massen. Konto Blinding Clouds ebenfalls unterwegs. Viper-Anzahl ist immer noch 3 zu 9. Also das ist viel, viel besser hier für Savile. Abducted nochmal gegnerische Viper. Da ist nur noch ein übrig. Auch wenn seine eigenen Viper gerade fröhlich die Perseid Quamp durchtanken. Aber am Ende hat es den Overseer getroffen. Und das wird alles ausmanövriert. Hier drüben werden das greifen die Hydras an. Und Savile, er hat einfach irgendwie mehr zur Verfügung. Baut auch einfach fröhlich die Hydras nach. Su hingegen, er hat ein bisschen Bank. Er kann sich entscheiden, was er nachbaut. Baut 4 neue Vipern, weil es sie auch wirklich braucht. Hat sehr viel Gasbank. Aber an sich hier wieder mal Savile stark unterwegs. 26 zu 30.000. Er tradet auch einfach ein bisschen besser über Zeit. Das ist einfach immer eine Frage der Army-Komposition. Jetzt mit 5 Vipern zu 9. 9 Lurker zu 5. Also 9, 9, 5, 5. Hingegen hat Su natürlich mehr Hydras. Jetzt auch wieder mal ein Lurker von Savile zwischen diesen Basen. Der wird aber nicht lange überleben. Aber das ist währenddessen der Hauptangriff. Mit zwei Lurkern und den ganzen Hydras. Und da kann gerade Su nicht allzu viel anrichten. Und er hat zumindest nicht die Möglichkeit, da zu defenden. Er hat ja einfach zu wenig. Das heißt, der Natural hat Schwierigkeiten. Währenddessen schiebt sich Savile hier nach vorne. Er zieht da ein paar Lurker. Und die bekommt er ebenfalls. Das wird gerade für Su schwieriger und schwieriger. Er versucht jetzt die Position in den Griff zu kriegen. Hydras wollen die Natural snipen. Jetzt snipen die Overseer tatsächlich. Mal Detection loswerden, aber das sind zu viele. Und Hydras kann jetzt einfach in ihr Verderben, in ihren Tod. Warten, ob auf jeden Fall gesniped, aber in dieser Zeit hat Savile diese Position ergriffen. Und da ist kein Support für die ganzen Hydras mit dabei. Keine Lurker, keine Vipern. Das heißt, diese Basis stirbt. Mehr Lurker sterben, wie es aussieht. Jetzt kann das eventuell Su hier in den Mangel nehmen. Da gibt es einen neuen Nydus nochmal von Savile, der wird aber sofort abgefangen. Es sind 6 weitere Drones gefallen und es hat nochmal hier. Oh, die Hydras eingegraben für den Nydus. Wie mies ist das denn? Nach 23 Minuten. Wird aber gesniped, wird in den Griff bekommen hier von Su. Lässt sich davon jetzt nicht werfen. Maximilus wird ebenfalls nichts. Die ganzen Changing wird nochmal durchgesabelt. Und jetzt ist tatsächlich Su wieder am Drücker. Geht aber nach vorne mit. Oh, richtig starke Personal Comp. Aber Dax auf die Vipern hier von Su. Werden Stück für Stück gesniped. Das sind immer noch welche übrig. Der Hydrofight, wenn das ist, sehr, sehr chaotisch. Da sind viele Blinding Clouds hier. Da stehen überall und doch nirgendwo die Hydras jetzt. Oh, die Vipern jetzt auch von Savile werden zerlegt. Von dieser Personal Comp. Da haben jetzt beide einiges von. Wir sind noch bei 3 Vipern auf beiden Seiten. 5 Lurker zu 2, das ist das Gefährliche gerade für Su, aber der will sich einfach durchkiten und er will die Hydra, die Viper hier noch haben mit seinen Hydras, kriegt er auch nochmal welche. Dann lässt du noch einen einzigen Viper, hat aber immer noch Bank, baut auch alles nach, Su, oh, Su ist am Supply Cap bei 178 gerade, er hat einige Overlords verloren, bisher Overseer, muss das erstmal nachbauen. Wenn das ein neuer Nydus hier von Savile, schickt einfach 2 Lurker da oben rein in diese Base. Das sind defensive Lurker, aber 2 zu 1, das ist die bessere Anzahl und die Lurker müssen nicht im Range des gegnerischen Lurker-Fightens. Oh, oh, das ist gefährlich für Su. Der flirt die Base hier und Savile rennt einfach weiter. Einfach raus aus der Range des gegnerischen Lurkers. Und Su muss seine gesamte Armee hier verwenden, um das zu klären oder schickt zumindest seine gesamte Armee daran. Dieserzeit baut sich Savile neue Lurker. Hat auch, glaube ich, wieder neue Vipern geholt. Ne, doch, 7 Vipern sind es auf dem Feld. Ja, die nuckeln sich gerade in der Basis voll. Und, oh, das, da hinten ist dann immer noch ein Overseer, der jetzt ganz, ganz spät für den Nydus sorgt. Da ist ein bisschen was an Supply. Eine Roach wird DPS-technisch nicht reichen. Und hier drüben einfach ein Random Lurker. Warum auch nicht? Die Army muss hier durch. Und der Nydus hier wird auf jeden Fall fertig. Und Savile kann jetzt hier wahnsinnig in die Mainbase ausladen. Hier drüben, oh, da war noch ein Hydras abgefarmt. Ah, da läuft aber gerade Savile auch einfach fröhlich durch die Gegend. Er ist auf Move-Command, nicht auf Attack-Command. Jetzt mit dem Blinding Cards ist der Fight hier, aber in dieser Zeit stirbt die Mainbase gerade von Su. Er muss sich entscheiden, welchen Fight er nehmen will. Er will tatsächlich hoch hier die Rampe rauf, kriegt eine Blinding Cloud ab. Aber hier, der Hype wird sterben. Das heißt, keine Viper mehr hier für Su. Er muss hier Kontoschaden machen, er wird Kontoschaden machen. Er kriegt diese komplette Mining Base. Nächster Nydus hier von Savile tatsächlich, um seine eigene Army da ranzubringen, damit er das flankieren kann. Er kann nämlich das hier einfach raustransferieren. Und hier gewinnt er immer noch die Fights und verliert in dieser Zeit aber 20 Drones. Macht natürlich, okay, er hat auch nicht mehr so viele Overlords. Also beide sind nicht mehr bei 200 Supply Cap, haben so viele Overlords schrecklich Overseer verloren. Nach 25 Minuten, jetzt gibt es hier den Fight an der Rampe und da wird viel abducted, da wird kleine Couts gesetzt. Savile hat er die Rampe oben mit den Lurkern, kann also hier stehen bleiben. Währenddessen hat er die Mainbase komplett einmal durchgeräumt. Könnte noch versuchen, die Natural anzugehen, die ist nämlich auch schon ziemlich angeschlagen. 2 Hydras versus ein Spinecrawler und Hydras. Wir hätten den Fight gewonnen, wären da keine gegnerischen Hydras. Hier ist immer noch der Fight am Laufen. Army Supply ist größer für Savile. Man sieht es hier, Su kann jetzt aber auch wieder bis. Er kann ja nicht viel nach vorne. Ich will zurück hier am Mineral Bank. Und Savile will hier mehr. Er pusht jetzt nach vorne. Er hat 6 Viper und 2.
setzt die kleine Katze, aber die Fights sehen nicht schlecht aus hier für Such. Kriegt auch ein paar der Lurker. Pusht weiter nach vorne, fahrt eine ganze weitere Runde Overseer. Das war auch teuer. Für Savel 45, 46. Also, Resource Loss ist mega nah beieinander. Jetzt gibt es hier nochmal einen Overseer rüber. Vielleicht hier für einen Nudus-Versuch. Der Nudus steht übrigens noch immer. Der Smite-Caller stirbt da gerade einsam. Aber der Hauptfokus der beiden ist auf die Situation. Da wird die Basis einfach gesniped. Neue Base wird erstmal nix. Savel ist bei 162 Supply Max. Kann also wirklich gerade überhaupt nichts nachbauen. Auch wenn er noch Ressourcen auf der Bank hat. Auch wenn es nicht mehr wirklich viel ist. Kriegt aber nochmal eine Viper des Gegners. Das sind auch teure Trades. Und hier haben wir einen Zoomer gerade. Oh shit, ich habe kein Hive-Deck mehr. Ich brauche einen neuen Layer. Das dauert, bis ich da wieder oben bin. Und das gibt es natürlich selber eine gute Möglichkeit. Es ist nur noch eine Viper zu 6 Vipern. Und es gibt keine Möglichkeit, gerade da einen Viper nachzubauen. 12 Lurker zu 3. Also die Zahlen sind auf jeden Fall hier gut für Savile. Qualitativ ist seine Army wieder mal stark, auch wenn seine Economy wirklich massiv gelitten hat. Man sieht es ja, der Mining-Vorteil ist jetzt komplett eskaliert in die andere Richtung. Immer ein Switch von 2700 Ressourcen pro Minute. Von der Savile-Seite zur Su-Seite. Aber Savile lässt sich hier nicht unterkriegen. The Rest rennt einfach vor Su weg, bis er versucht einfach bessere Positionen zu kriegen. Da hat die letzte Viper gerade von Su erwischt. Es hat gerade die letzte Viper von Su erwischt. Und oh, die Lurker erwischt sie auch noch. Oh, das wird gerade richtig übel für Su. Er hat jetzt 2 Lurker, keine Viper gegen 10 Lurker, 6 Viper von Savile. Das ist hier gerade nicht für diesen Fight genug. Er flippt diese Base, versucht das jetzt irgendwie in die Mangel zu nehmen, wie es aussieht. Aber auch der letzte Lurker, der vorletzte Lurker, noch ein Lurker haben wir hier irgendwo. Der rennt hier hinten noch mit rum. Der letzte Lurker, den Su hier hat. Aber er kann hier einfach gerade nicht wirklich fighten. Savile hat jetzt auch mit Roaches seine Army wieder ein bisschen aufgefüllt, weil ihm das Geld einfach dafür ausging. Und manövriert sich jetzt hier. Oh nein, nicht der neue Leertech. Der ist eh schon mega angeschlagen. Ich meine, Savile hätte da oben den Nydus, aber nein, er hat jetzt einfach den massiven Lurker-Vorteil. Du musst so aufpassen, wie die Fights sind, denn er kriegt jetzt hier die Blinding Clouds ab. Er kann sich nicht mit Blinding Clouds oder Abduct wehren. Er hat nur noch einen Lurker gegen so viele Lurker seines Gegners und das sieht mir nach einem ziemlichen Massaker aus. Da droppt das Supply doch ziemlich deutlich. Allerdings hast du jetzt hier eine Möglichkeit weiterzurennen. Ist die Frage, ob sich das lohnt. Kann er sich da durchkiten mit diesen Hydras? Ich meine, er hat sehr viel Feuerpower. Er hat nochmal Changing gesetzt, um Savile's Army ein bisschen zu blockieren. Und die Hydras kommen hier so ziemlich auf den Highground, aber Abduct sind immer mit dabei. Die Vipern einfach sind hier wirklich ein derber Vorteil in der Situation. Aber der Highground ist erobert mit einem Lurker. Savile will jetzt aber, wie es aussieht, mit Gewalt dadurch. Ja, Abduct gewiesen einen Lurker, das ist nur einer, das ist nicht so wild. Und jetzt reingekeite mit den Hydras und Savile hat dann doch genügend Masse. Su kann sich hier nicht halten und es dauert nochmal eine halbe Stunde in der dritten Map. Aber Savile macht das jetzt mit dem 3:0, auch wenn es wirklich sehr, sehr spannende, sehr, sehr krasse Matches sind. Was für ein ZVZ mit den beiden. Die ständige Nydus-Action hier, die Viper und die Lurker, sehr viel Versuche, den Gegner auszumanövrieren, immer wieder Harassments-Versuche gestartet mit den Roaches und mit allem einfach. Lurker-Rumbies, die Nydus, Roach-Tunneling-Claws, Roach-Rumbies, Linge rannten da mal kurz noch an die Base da hoch, weil noch ein paar Linge für Savile übrig waren. Das ist eigentlich ein wildes Chaos, dieses Best of Five. Savile gewinnt das am Ende mit einem 3:0. Aber Su hat da wirklich stark gegengehalten. Insgesamt war aber einfach Savile's Late Game stark wieder mal deutlich zu sehen. Man sieht sie wieder 7000 wenig Ressourcen los. Bis der letzte Fight natürlich lässt das für Savile besser aussehen, als es ist. Aber er hat sich einfach generell da nach und nach durchgekämpft. Wir hatten 15:9 verlorene Vipern, 20:36 verlorene Lurker. Man sieht hier eben, wie viel Hydra-lastiger Su spielt im Vergleich zu Savile. Savile hingegen mit mehr Lurkern und mehr Vipern unterwegs. 5 Hatches wurden gesniped auf beiden Seiten. Einmal der Hive natürlich, das war bitter. 10:12 Nydus-Wimmer wurden gesniped. Selfie Static Defense ist dabei gefallen. Bisschen Creep, weil Creep ist im Zeit nicht so wichtig. Drones sind es gar nicht so viel. Es ist wirklich immer der Versuch, den Gegner out of position zu bringen und dann zu fighten. Man sieht auch hier Overseer. 13:21 Overseer, 9:12 Overlords. Also das hat wirklich auch massiv Geld gekostet für beide Seiten. Der Roach One ist tatsächlich gefallen von... der war wohl auch nur Main Base. Gut, Infestation Pit, das ist eben das große Problem und am Ende auch. Kein Hive-Deck, kein Infestation Pit, keine Möglichkeit, schnell auf Hive zu kommen. Ich meine, der war, glaube ich, suche auch nur auf Leertech. Hat, glaube ich, kein Hive mehr, auch kein Infestation Pit mehr nachgebaut. Hat natürlich auch das Geld dann am Ende nicht mehr. Er hatte zwar noch mehr Mining gehabt, aber hat es einfach für Roaches Hydras genutzt. Versucht das mit der Masse zu lösen, aber am Ende war Stables Tech dann einfach zu krass, bis er die Fight-Position zu gut. Das ist einfach das Gefährliche, wenn man selber nicht mit Lurkern und Vipern antworten kann, wird man einfach nur zerrissen. Weil die Lurker zu krass sind und die Vipern den Fight zu sehr beeinflussen. Wenn man da nicht drauf kontern kann, hat der Gegner einfach keinen Respekt und ja, überrellt ihn dann einfach. So hat man da wirklich alles versucht, auch einen Fight oben an der Rampe zu nehmen, aber da war es halt einfach zu weit vorne. Und somit, ja, 3:0 hier für den finnischen Zerg, der zieht damit ins Halbfinale. Das ist das erste Match der Round of 8 und es geht schon mal richtig stark los. Ich bin sehr gespannt auf die restlichen Matches. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.